Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag, ja, nee, Montag, zurück hier zum Let's Build. Ja, ich hab's dann doch noch geschafft, hier noch schnell fix aufzunehmen. Wollte ich auch noch ganz gerne, weil das geht jetzt zum Schluss hin und da wollte ich eigentlich keine große Unterbrechung jetzt irgendwie so einen Tag, irgendwie kein Video oder sowas, ne, halt machen. Dass ich halt schon in einem Rutsch jeden Tag dann noch die Serie jetzt zu Ende bringe. Hab auch gerade schon fleißig aufgenommen, beziehungsweise das, ja, hier unsere Factory Mall komplett fertig gebaut. Jetzt sieht man aktuell, dass ich ja am obersten Stockwerk am Bauen bin. Hatte dort so also eine kleine Cafeteria, beziehungsweise ein paar Sitzmöglichkeiten, ein bisschen ne, mit Theke und Bar und sowas hingestellt. Und hab mir eigentlich gedacht, dass ich danach fertig war. Und dann wollte ich alles kontrollieren und plötzlich war ich dann im Keller, wo noch komplett Rohbau bestand und dann so, ah scheiße, musste da auch nochmal ran. Habe ich dann auch noch ein bisschen gemacht mit ein paar Lagerräumen und so weiter, das seht ihr dann noch. Und kann jetzt schon sagen, es ist jetzt aktuell für heute die 19. Folge und es werden noch 2 Folgen kommen. Sprich, morgen, Dienstag und Mittwoch dann noch eine Folge. Kann aber auch schon direkt sagen, dass im Anschluss, beziehungsweise dann am Donnerstag, es nicht direkt mit einer neuen Let's Build Serie weitergehen wird. Da ich jetzt noch ein paar Hausvideos vor mir habe, die ich gerne endlich mal anfangen möchte. Sei es von The Big Mansion, von meinem großen Häuschen, was ich da fertiggestellt habe vor 2-3 Wochen oder so, ich weiß es gerade gar nicht. Dann wollte ich gerne noch ein kleines Hausvideo für meine Polizeistation machen. Ich glaube, Modern Police oder so habe ich das Ganze da getauft genannt. Wollte ich mich auch noch ransetzen und ja, wieder so ein paar Sachen, um mit denen ich mich noch ein bisschen kümmern wollte, beziehungsweise machen wollte, bevor ich dann eine neue Let's Build-Reihe starte. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar hatte ich ja noch ein paar Fragen hier offen von dem Sims-Mentor. Und er schrieb noch, welche Handy-App oder Tablet-App spielst du momentan am liebsten? Kann ich so sagen, ich bin gar nicht so der Typ, der auf dem Handy irgendwas großartig zockt oder so. Und nutze mein Handy lediglich zum Telefonieren, zum Schreiben und wenn ich unterwegs bin, viel da mal ein bisschen Facebook oder YouTube rumgucken oder was weiß ich. Aber was jetzt Spiele und so weiter angeht, gar nicht. Und ansonsten meine Apps, die ich benutze, ist halt Facebook-App, WhatsApp, YouTube-App, Twitch-App hin und wieder. Aber das war's dann eigentlich auch. Was könnte EA bei einem neuen The Sims-Teil verbessern oder ändern? Darüber habe ich bereits in der Let's Build-Serie zu Fit and Swim gesprochen. Was ich mir persönlich für in der Annahme des Falls, ne, es kommt raus, was man in The Sims 5 dann ändern sollte bzw. verbessern sollte und ich mir dort persönlich wünschen würde. Kannst du dir gerne nochmal anschauen, ich glaube, es müsste auch im Titel stehen, dass die Folge, wo es das da besprochen hatte, kannst du dir gerne nochmal vorbeischauen. Fährst du Auto? Wenn ja, was für eins? Mich interessiert sowas. Hat ja neulich schon gesagt, ich habe ja noch keinen Führerschein, ne? Und demnach auch kein Auto. Also, so, meine Freundin fährt einen Opel Corsa, glaube ich. Von, ja, wie lange hat sie jetzt? 2 Jahre. Ja, 2 Jahre alt oder so. Was hast du mit deinem ersten Gehalt angestellt? Da habe ich recht viel in mein damaliges Hobby, in meine Reptilien reingesteckt, ne? Neues Terrarium gekauft, beziehungsweise Material gekauft und neues großes Terrarium zusammengezimmert und dann noch ein, zwei neue Schlangen gekauft und sowas. Ja, und da habe ich halt mein ganzes Geld dann überwiegend reingesteckt. Und zu guter Letzt, bist du ein Perfektionist? Leider Gottes ja. Ich versuche, egal was ich mache, irgendwie, gerade jetzt hier so auf YouTube, meine Videos und so weiter, in den meisten Fällen doch schon irgendwo Perfektionist zu sein, ja. Ich möchte immer gute Qualität abliefern, möglichst gute Qualität und gerade bei meinen Häusern, also wie oft habe ich das, dass ich dann ich bin mit dem Haus fertig und dann habe ich es online gestellt und setze mich ins Haus wieder und denkst, oh scheiße, das hättest du anders machen können, oh, das gefällt dir auch nicht mehr. Aber wenn ich das dann machen würde, ich glaube, dann wird gar kein Haus von mir irgendwie mal auch nur ansatzweise online kommen. Der Player schrieb, Sonne oder Regen? Ja, gibt's ja hin und wieder. Sonne schön warm, Regen nass. Sonne. Computer oder TV? Computer. Was
und was ist deine Lieblingssendung? Habe ich neulich auch schon drüber gequatscht. Wie gesagt, ich gucke ja kaum Fernsehen, und wenn ich Fernsehen schaue, dann meistens so die ganzen TV-Total-Raab-Sendungen, was da alles zugehört und so weiter. Aber ansonsten gucke ich ja nicht großartig irgendwas. Die Michelle Kratz schrieb: Welche Internetseiten magst du am liebsten? Naja, ich trabe ich meistens auf YouTube rum, Facebook. Ich kann mal kurz gucken hier unter meine Lesezeichen. Twitter, Twitch. Und das war's eigentlich, grob. Ja. Ist halt situationsbedingt, aber im Grunde so standardgemäß ist immer so YouTube, Facebook, Twitter oder Instagram, Twitch und so weiter offen. Wie stehst du zu dem Thema Tierschutz und was würdest du als Tierschützer besser machen? Ich sag mal so, ich kann mich selbst nicht so als Tierschützer betiteln, da das eigentlich damit schon anfängt, dass ich Fleisch esse. Ja, tut mir leid, Fleisch ist mein Gemüse. Das ist auch wieder so ein schwieriges Thema auf der Welt. Ne? Ich meine, habe ich mir mal diverse Dokumente, oder ich habe mir mal diverse Dokumentationen und so weiter angeschaut. Auch gerade bei Stern TV war auch das auch mal sehr oft so Gesprächsthema. Wie die Tiere denn behandelt werden, die zur Schlachtung gezüchtet werden und hochgezogen werden. Natürlich gibt es Betriebe, die vorbildlich sind, die es so machen, wie es gemacht werden soll, um den Tieren das halt bestmöglichst irgendwie da, ja, einigermaßen schönes Leben zu bieten. Aber dann gibt es natürlich auch Betriebe, auch gerade so die beste Beispiel bei den Hühnern, ne, die dann halt in kleinen Käfigen eingepfercht werden und so weiter und teilweise da drinnen sterben, weil es halt so schlechte Bedingungen sind und die Betriebe nur darauf achten, dass sie einfach ihre Eier legen und sie diese dann verkaufen können. Was mit den Tieren lediglich oder allgemein mit den Tieren ist, ist denen, so kommt es bei mir an, großteils egal. Und ich persönlich jetzt, ja, was könnte ich da besser machen? Ich sag mal so, auf mein Fleisch möchte ich halt nicht verzichten. So, aber zum Beispiel bin ich dagegen, dass man echt Pelz, Klamotten, Mäntel und so weiter kauft. Ich meine, wenn ich auf der Straße jemanden sehe mit Krokodilsstiefeln, um es jetzt krass auszudrücken, dann könnte ich das Kotzen kriegen. Oder irgendeine Heiti-Taiti-Dame mit einem dicken Pelzmantel, wo man sieht, dass es echtes Fell ist. Ich krieg's Kotzen, echt, nee, das... Da zum Beispiel, das würde ich niemals machen. Oder meistens, ja, auch ein Portemonnaie oder so, muss für mich persönlich nicht unbedingt irgendwie Echtleder sein. Schuhe müssen auch nicht unbedingt Echtleder sein, mein Gürtel muss auch nicht unbedingt, ja gut... Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Das ist das, dass man nicht auf Krampf alles kaufen muss, was jetzt unbedingt aus dem Tier ist. Ne? Leder, Haut, Pelz und so weiter und so fort. Das ist ganz schwer. Aber wie gesagt, was ich dagegen tue, ist halt, dass ich halt sowas allgemein schon von meiner Grundmeinung nicht unterstütze, dass Leute sich sowas kaufen und dass sowas allgemein produziert wird. Ich habe mich mal eine lange Zeit mit dem Thema befasst im Internet und da wurden auch unter anderem in diesen Dokumentationen halt auch so, ne, dargestellt, wie es dann ist halt, wenn halt dem Tier, ne, Pelz und über die Ohren, und ich will da jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, weil es halt so gesehen kein schönes Thema ist, aber wie gesagt, wenn man schon kein Vegetarier ist oder sonst was, ne, wenn man schon Fleisch essen möchte, dann soll man es gerne tun, ne, aber dann muss man nicht irgendwie noch dick mit dem Pelzmantel durch die Straßen laufen und das Ganze damit noch unterstützen und zeigen, wie viel Geld man doch hat. Ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Wie seid ihr da eingestellt? Was würdet ihr als Tierschützer besser machen? Oder allgemein, was tut ihr so schon um den Tieren, obwohl ihr Fleisch esst oder was, um dann nicht, ja, aktiv irgendwie dann noch zu sagen, ja, mir ist es scheißegal, was mit den Tieren ist. Mir zum Beispiel
tun die Tiere auch irgendwo leid. Ja, muss ich auch so gestehen. Nur gerade so in Schlachthäusern und so weiter, ja, gibt es halt natürlich auch diverse Maßnahmen und Vorrichtungen, dass die Tiere halt möglichst schmerzfrei, sage ich jetzt mal, ne? Lassen wir das Thema. Gut, da sind wir auch schon wieder in der Endcard. Mamma mia. Hier ist aber noch eine Frage von dem Michel. Und zwar schreibst du noch, was sind deine Lieblingsfilme? Oh, Titanic. Die vielen und vielen. Nein, die Lieblingsfilme. Hatte ich, glaube ich, mal gesagt. Transformers-Reihe. Dann liebe ich eigentlich so gut wie jeden Film von Liam Neeson. Mit 96 Hours, Taken 2, Taken 3. Was es da alles gibt. Nonstop. Gestern Abend erst geschaut bei meinem Vater. Mit meinem Vater zusammen geschaut. Ich finde ihn einfach so ein klasse Schauspieler. Und ich liebe eigentlich jeden Film mit ihm. Obwohl ich gar nicht so der Action-Fan bin. Muss ich dazu sagen. Ansonsten Lieblingsfilme, ja. Donald Duck. Und so, Entenhausen. Nein, gibt's einiges, aber jetzt spontan so aus dem Kopf kommt's halt nicht geschossen. Gut, das war's jetzt auch mit der 19. Folge, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische, würde ich doch mal hoffen. Und hoffe, es hat euch heute auch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Auch wieder ein bisschen mit ernsteren Themen, aber... Ne, so ist das Leben. Das Leben kann auch ernst sein. Oder muss es auch hier und da. Also, macht es gut, habt noch einen schönen Tag und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.